Mann, wo treibt denn der Murat sich schon wieder rum? Der müsste eigentlich hier sein. Eben hat er mich angerufen, ich soll zu ihm rüberkommen und nun ist er nicht da. Bein hinter der Tür. Komm doch einmal rein, Lenny, ey. Die Tür ist offen. Mann, Murat, ist deine Bude jetzt aber dunkel, ey? Ist das hier eine Dunkelkammer? Oder warum hast du kein Licht an? Man sieht ja fast gar nicht mehr, wo man hinläuft. Einfach den nicht entgegenlaufen, Lenny. Dann findest du den Weg. Ah, da ist er. Der Murat. Mein Alter. Mann, das sieht aber seltsam aus hier. Irgendwie mistig. Und du siehst auch aus. Aber nicht wie Murat, sondern eher wie ein Hampelmann. Obwohl, es ist nichts Neues. Seit Caro dich einkleidet. Und übrigens, wo ist Werner? Keine Scherze über Caro. Die ist die einzige Frau nach meiner Mutter, die sagen kann, was ich so anziehen kann. Und was mir steht, weiß ich selber nicht. Also, und Werner, der wollte eigentlich nachher nochmal vorbeikommen, wa? Naja, aber deine Mutter hatte wenigstens eine Ahnung von Mode, was man von Caro so unbedingt nicht behaupten kann. Aber mal was anderes. Was ist denn hier Mode? Und warum hast du mich angerufen? Was willst du mit den Karten und allgemein? Fragen über Fragen, die ich dir beantworten will, mein wissensfreudiger Freund. Also, du kennst doch Caros Onkel. Philippe? Genau, der aus Italien. Ach so, er will dir eh noch alles Gute wünschen auf seinem Weg und dich nochmal von ihm verabschieden. Genau, der reiche Fuzzi ist halt vor 2 Wochen gestorben und mit dem will ich unbedingt nochmal Kontakt aufnehmen. Ich hab hier seine EC-Karte und naja, ich weiß eben den PIN nicht und wie soll ich sagen, wenn ich mit dem gleich rede, dann werde ich dem einfach eiskalt sagen, dass seine Frau unbedingt Geld braucht, aber den PIN eben nicht weiß. Mann, Murat, du hast echt keinen Respekt. Vom Tod kein Anstand. Ziehst du dir noch das letzte Geld aus der Tasche? Na, ich muss das machen, Lenny. Ey, eher die geldgierige Ehefrau und ihre fetten beiden Söhne sich das holen. Oder ganz schlimm, die gierige, geldgeile Verwandtschaft. Murat, was soll ich sagen? Ich hab gar nichts anderes von dir erwartet. Hey, so langsam kennst du mich, wa? Ganz genau. Aber sag mal, wie willst du denn das genau anstellen mit dem Alten? Einfach so reden? Geht das? Oder geht doch gar nicht, oder? Da gibt's eigentlich viele Möglichkeiten. Halt mal zum Beispiel das komische Seancenbrett hier. Das sieht geil aus. Wenn du das nachher nicht mehr brauchst, kannst du mir das Brett ruhig geben. Da ist nämlich eine Lupe dran und genau sowas sucht Gizi. Ja, kannst du gleich haben. Ich hab da keinen Bock drauf, die ganze Zeit Buchstaben rumzuschieben. Ich denk mal, ich versuch das mal mit dem UKW-Radio hier. Das stellt man so ein, dass da leise nur ein Rauschen kommt. Und dann sag ich hier den Spruch, den ich aus dem schwarzen Buch habe, auf und dann sollte der zu uns sprechen. Das klingt ja alles ganz interessant. Aber was ich gerne noch wüsste, wo hast du das ganze Zeugs her? Hast du Madame Monet überfallen? Die Monet, die war am Freitag mit ihrem Stand auf dem Dröselmarkt schon. Da hat sie eben ihre Klamotten verkauft. Und da ich ja den PIN brauchte, habe ich gleich geschalten und habe eben alles mitgenommen, wa? Und, was ist mit Madame Monet? Macht die jetzt weiter oder nicht mehr? Hier, kannst du mal einen Blick in die Kugel werfen. Eventuell bist du dann schlauer. Ist aber auch egal, ob die olle Monet weitermacht oder nicht. Nee, eben nicht, Mann. Die soll weitermachen. Da stecke ich jeden Donnerstag immer Knete zu. Meistens ein 10er oder ein 20. Nur damit die Gysi überredet, ihre Tante zu besuchen. Weil die ist ja alt. Und lang macht sie es nicht mehr. Also muss ich sie besuchen und ich kann in Ruhe Bundesliga gucken oder mit dir saufen gehen. Oha, naja, so viel Geld, wie die an mir schon gemacht hat? Ey, die Monet, die wird sicher weitermachen. Die hat sicher nur mal entrümpelt und alles weggebracht, was sie nicht mehr braucht. So, nun aber noch das Opfermesser zu meiner Linken hinlegen und dann können wir loslegen. Opferungsmesser? Was hast du denn jetzt vor, Murat? Naja, wenn es nicht klappt, soll man das Blut einer Jungfrau opfern, sozusagen als Geschenk. Aber ist alles nur absolutens Theorie. Die Praxis sieht da totalstens anders aus. Sehen wir es doch mal realistisch. Du bist keine Jungfrau, ich bin keine Jungfrau. Und in Jans Berlin, da werden wir wohl kaum Glück haben und noch eine Jungfrau finden. Also ist es praktisch nur noch pro forma. Puh, ich hatte schon ein bisschen Angst. Na egal, lass uns mal loslegen. Ich stöpsle mal das Radio in den Strom. Siehste, wirkt schon. Du kannst auch langsam hell sehen. So, Radio ist an und nun rauschen. Krass, das scheint zu funktionieren. Aber so richtig verstehe ich den nicht. Ich glaube, ich höre das auch, Lenny. Mann, ist das ein scheiß italienischer Dialekt. Ich verstehe den nicht. Egal, ich sag jetzt eiskalt, was er zu tun hat. Hey, hallo, Alter, ich bin's, Murat. Komm herein vom Reich der Toten. Komm herein. Ich reich dir meine Pfoten, ich geb dir meine Hand. Und egal, Knacker, du, ich brauch einen PIN von deiner EC-Karte. Mann, der sagt irgendwas von Stöcke. Umsonst 3 ist Zahl 1, umsonst ist 0, also 30. Ja, du hast recht, Lenny, 30. Da fehlen noch 2 Zahlen. Moment mal, das ergibt Sinn. 302, genau, okay. Also irgendwie bekomme ich es langsam mit der Angst zu tun. Mann oder Memme, Lenny, was bist du denn? Mir egal, was ich bin, Mann. Ob ich eine Memme oder ein Mann bin. Du Murat, irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, ich habe die Tür gehört, wie die aufgeht. Ich glaube, wir haben hier absolut nur ein Problem. Nicht, dass wir die Grenze überschritten haben. Ich höre Schritte. Und Murat, pass auf, hinter dir. Ach du Scheiße, ey. Schnell das Messer, Lenny. Gib mir schnell das Messer. Und zack,
rinnen in die Wade. Ich glaube, das war doch nicht Karos Onkel, sondern Werner, der hinter dir stand. Naja, nun liegt er. Er sieht irgendwie seltsam aus. Das Messer habe ich denn ja voll in seine Wade gerammt von Werner. Blutet ganz schön heftig, wa? Ich weiß nicht, soll man nicht doch einen Arzt rufen? Ist Werner eine Jungfrau? Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, einige Frauen, die der beglückt hat, wünschten, dass er heute noch Jungfrau wäre. Da hätten sie sich eine Menge Elend ersparen können. Aber was ist jetzt? Ruft man einen Arzt? Ach Quatsch, der müde Krieger. Der bekommt einen Druckverband dran und dann gehen wir gemeinsam in eine Schenke und trinken was Leckeres. Das wird sicher geil. Und ich kann hell sehen. Pass auf, Gysi wird uns zwei Runden sponsern. Ganz genau.